Hallo Freunde der Nacht, und da sind wir wieder zu einer weiteren Folge von unserem Let's Play von Xenonaut 2 mit eurem Curse. Wir hatten hier letztens ein mittelgroßes UFO, einen Zerstörer abgeschossen und erfolgreich gestürmt, und einen zweiten Zerstörer haben wir hier abgeschossen und dann eben bergen lassen, weil einfach zu dem Zeitpunkt zu viele unserer Leute verwundet waren. Jetzt haben wir inzwischen wieder einen vollen Flieger. Wir haben hier noch das Cleaner Network. Ja, aber ich habe da so meine Bedenken. Das war ja letztes Mal auch schon wieder so eine knappe Geschichte. Wird da nicht einfach noch mal ein bisschen warten, bis wir ein paar mehr Waffen produziert haben, ein paar modernere? Denke ich mal, ist jetzt erstmal der Schritt, dass wir so 2, 3 Tage hier noch abwarten, bevor wir uns damit auseinandersetzen. Lassen wir erstmal die Zeit laufen. So, da haben wir jetzt die Alenium Power erforscht. Wie gesagt, jeder, der es genau durchlesen will, einmal bitte das Video stoppen, und dann ich lese mir das einfach mal in Ruhe durch, weil ich finde die Lore eigentlich ziemlich gut. Wir können zwei neue, ein neues Dropship und einen neuen Interceptor. Transport Additional Soldiers im Weg ist. Okay, damit können wir mehr Leute in den Kampf fliegen. Das ist natürlich auch gut. Erst einmal das Dropship. Ne, wir haben schon das Maximum unserer Forschungskapazitäten erreicht. Bin nicht in der Lage, hier noch irgendwas anzumachen. Also wir gehen nach oben. Aber ich will eigentlich nicht nach oben gehen. Für den Fall, dass wir angegriffen werden, ich will ja hier den Chokepoint erreichen. Dass wir uns relativ einfach verteidigen können. Das nimmt natürlich Platz weg, dass wir hier 4 Felder nicht verwenden. 5 Felder nicht verwenden können. Vielleicht doch einfach wagen. Wir forschen natürlich um einige schneller. Ne? Das ist. Wenn, dann bauen wir irgendwann nochmal eine zweite Basis auf, wenn wir dafür die Kohle haben. Kostet uns eine neue Basis zu bauen. Oder kostet uns das, okay. Warten wir erst einmal. Daten gibt, die wir anheuern können. Gute Treffsicherheit, aber kein Mut. Der Mut, gute Treffsicherheit, aber schwach. Thank you.
natürlich schon ein paar Lasergewehre gebaut. Wir haben fast alle gebaut. Jetzt hier auch bedeutend kürzer geworden, die Bauzeit. Das ist natürlich sehr schön. Upgrades, okay. Dafür brauchen wir da auf jeden Fall mehr Geld. Leichen. Zapfen auf der Tasche. Was er mit sich rumschleppt. Rifleman hier erstmal alle mit Laser ausgestattet. So. Speichern wir jetzt aber einmal. Dass das jetzt wirklich ein Sitz nicht schief geht, weil ich habe von diesen Missionen hier echt einen riesen Respekt gekriegt. Das waren bisher immer unsere teuersten Missionen, hatte ich so das Gefühl. Launch Combat Team. Noch meine Attentatsmission. Oh ne, wir kommen in der Nacht an. Oh ne, wir kommen am Tag an. Okay, Glück gehabt. Nichts ist schlimmer als die Nachtmission. Und noch weniger sieht und die Aliens sehen verdammt gut in der Nacht. Habe ich das Gefühl, dass die, keine Ahnung, Infrarotblick oder sowas haben. Jedenfalls sind die bei Nacht kaum eingeschränkt und man selber ist richtig übel eingeschränkt. Ich kann mich noch erinnern, beim alten UFO beim von dem Dieb gab es so Leuchtkapseln, die man werfen konnte, um ein bisschen Licht aufzubauen. Die musste man dann auch so leicht dabei haben, sonst war man komplett geliefert. Und hier habe ich sowas noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob beim Xenonauts 1 gab es die Teile auch nicht. Da war Nacht einfach nur doof. Das hat man vermieden, wo immer man nur konnte. Ansonsten gab es echt derbe auf die Nase. Also dann, VIP-Tüten töten und zurückkehren. Bewegen uns hier wieder in die Richtung. Das hat letztes Mal auch funktioniert. So sein wird.
sehr präzise. Das ging jetzt alles. Funktioniert. Schon wieder so los, wie wir es gewohnt sind. Sie kommen von allen Seiten und nehmen uns in die Mangel. HP, ich jetzt.
sehr stark vertreten. Echt ein absolut gnadenloser Killerschütze. Okay. 5 Schuss haben. Okay, die brauchen damit mehr Magazine definitiv. Entdeckung. Auch nachladen. Zwei Verwundete, keine Toten. Und reichlich Feinde bereits ausgeschaltet. Aber definitiv nicht genug. Dann so uns angeschossen. Thank you.
den dann nicht hochbewegen sollen. Suppressen den. Okay, ich bin selber schuld. Haben wir wieder einmal gelernt. Wieder einmal gelernt, wir selber sind schuld. Exakt eine Runde aus.
tot. Ganze Reihe verwundet. Gefeuert. Oh mein Gott. Ja, die alle aus der Richtung kommen, gehe ich davon aus, dass der Nieder hier irgendwo hier ist. Das Gebäude greifen wir jetzt an und hoffen, dass wir richtig liegen.
5-Schuss-Begrenzung, ne? Daran hätte ich nicht denken sollen. Geschossen, aber ich fürchte, der wird hier gleich einmal Tabula Rasa-mäßig aufräumen. Hoffen, dass wir hier Munition finden. Ja gut. Fünf Kreuze. Ah, oh, er ist in Panik ausgebrochen. Ja. Oh. Das nennt sich doch echt vom Glück beschissen. Ja. Sehr gut. Das hier erstmal ein.
geschafft jetzt, aber. Von 6. Nein, die beiden. Mal verloren, den neuen Aussichtsniper direkt verloren. Aber Mission erfolgreich, den nächsten Anführer liquidiert. Damit sollten wir doch die gegnerischen Bemühungen hier wieder ordentlich zurückgeworfen haben, hier ein Informationsnetzwerk aufzubauen und zu unterwandern. Ganz genau der Mega-Doktrin. Make Earth Great Again. Ein Sergeant. Amerika hat 45.000 weniger gezahlt. Die anderen haben es aber erhöht, sodass wir es ausrechnen können. Eigentlich sind unsere Kosten ein bisschen explodiert, würde ich sagen. Und insgesamt ist unser Einkommen damit kleiner geworden. Das liegt natürlich an den ganzen Technikern und Soldaten, die wir angehört haben. Also unsere Personalkosten sind der große Treiber. Ja. Aber egal, wir haben jetzt wieder 200 Millionen. Das heißt, die sind hier ein wenig besser unterwegs. Wir könnten uns nochmal ein zweites Mars-System dann leisten. Wir könnten dann hier über die Base-Upgrades nachdenken, dafür brauchen wir Alenium mehr. Also gelernt, die mit den Lasergewehren brauchen mindestens 2 Magazine. Und Salvenfeuer sollte man sich echt überlegen. Bei 3 Schuss, 3 von 5, einem einzigen Einsatz raus, das ist schon ziemlich heftig. Das ist schon echt heftig. Das Dragonfly Dropship fertig, dann können wir das nämlich auch direkt bauen.
ist der einzige, der unberührt war. Außer für jeder davon noch ein Magazin mit. Und halt euch da erst einmal. Sehr viele Leute, die jetzt übernehmen können. Ordner. Ja. Dabei, was man braucht. Total schwach auf der Brust, ne? Stärke 40. Tja, Smirnova. Smirnova ist. Der neue Heavy. Vier verwundete Assaulter. Nee, du machst keinen Assault. Ja, die auch nicht. Bleibt nur der Rifleman. Thank you.
ausgeeilt. Man darf sie jetzt zumindest im vollen Trupp. Bereit für die nächsten Schandtaten, die da auf uns zukommen. Vielleicht 12 können wir mitnehmen. Brauchen wir noch viel mehr Alloys. Okay, die können wir noch nicht bauen. Terrorangriff. Da muss man sofort auch reagieren, das ist ja fies. Alle angeschlagen. Der Trupp hier komplett drin, obwohl das fast alles, die sind fast alle grün unter den Ohren. Erfahrener, mein etwas erfahrener. Speichern noch an dieser Stelle und beenden jetzt diese Aufnahme. Es war jetzt wieder eine schlappe Stunde. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch Spaß gemacht, mir dabei zuzusehen, wie ich hier versuche, den Aliens den Hintern zu versuchen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, das freut mich immer sehr. Und schreibt mir was Nettes in die Kommentare, gerade auch, wenn ich Dinge besser machen kann, bin ich immer sehr daran interessiert, Feedback zu bekommen. Und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal. Auch das würde mich sehr freuen. Ich wünsche noch eine angenehme Nacht und sage bis zum nächsten Mal, euer Cursed. Ciao, ciao.